Kann der Crankshaft. Heute guck mal vierstrahlig gesmackt, hätte ich mal gesagt. Ja, mal vier, guck mal, das Seitruder an, hey, das ist auf jeden Fall... Schon Wemser, ne? Schon Wemser. Schon ein ordentliches Schon ein Wemser. Aber wohin geht's denn jetzt eigentlich hier? Heute geht's zu uns nach Thailand, wahnsinnig. Ich glaube, das ist jetzt alles ein bisschen zu viel, um das hier zu erzählen. Ich glaube, wir steigen gleich erstmal in den Flieger. Ich glaube, der lässt gerade schon an, das heißt, wir sollten jetzt dann mal gehen. Und ich würde sagen, wir erklären dann alles, wenn wir dort sind. Das heißt, jetzt heißt es erstmal 12 oder 13 Stunden, glaube ich, fliegen. Und dann sehen wir uns in Thailand wieder. Geil. Wie viele Leute sind wir denn jetzt drin? Ich glaube, wir sind jetzt hier insgesamt 16 Leute, also 16 deutsche Leute, die jetzt hier rüberfliegen nach Thailand. Und dort kommen dann nochmal ein paar dazu. Das heißt, es wird eine riesen Party, kann man so sagen. Alright, welcome to Bangkok. Wahnsinn. Hey Xander, was machst du hier? Keine Ahnung, ihr auch hier? Was geht denn jetzt ab hier? Let's go. Sag mal Tim, wo sollen wir hin hier? Was steht denn da? Ich bin ja schon mal freundlich, dass er alles noch in... Warte mal, nicht, dass ich jetzt irgendwas falsch sage, aber... Ist doch... Moment, wie nennt man unsere Schrift? Ich glaube, das ist die lateinische Schrift, oder? Also falls es nicht richtig ist, schneiden wir das jetzt raus. So, das mal anchecken, ne? Jetzt hörst du mal noch hier Passportkontrolle. Passport. Dann hoffen wir, dass wir unser Taxi finden. So, Paperwork done. Ja. Jetzt müssen wir noch unsere Koffer hier suchen oder beziehungsweise unser Flug erstmal suchen, wo eben unsere Koffer ankommen und dann hoffentlich haben wir dann alles und dann geht's raus und dann schauen wir mal, wo unser Taxi auf uns wartet. Ja, das war gerade so witzig, wir standen da in dieser Eingangskontrolle, ne? Und die wollte halt irgendwie die genaue Adresse haben von diesem Hotel, wo wir immer hingehen. Ne? Ja. Und ich so, nein, hab ich nicht. Die so, doch, brauche ich aber. Nee, hab ich nicht. Und die so, ja, brauche ich aber. Und dann habe ich gesagt, nein, wir sind mit Freunden hier. Und die so, okay, den gehen wir da durch. Das war so geil gerade. Jetzt muss man hier, lost in Thailand, ey. Jetzt muss man hier Koffer suchen, ne? Ja. Der Pinke ist das da noch. Natürlich, ja, der da. Aber hier auch irgendwie geil. So, alle haben ihre Koffer. Und ich weiß gar nicht, auf wen wir jetzt noch warten. Ich glaube, der Xander ist noch nicht da. Der sucht noch seinen Koffer. Und dann geht's raus. Endlich. Taxi gefunden. Jetzt fahren wir hier mit dem Happy Van. Das ist der Happy Van hier. Guck mal. Ist hier noch ein Happy Van? Wir sind jetzt in Bangkok quasi angekommen. Jetzt fahren wir nach Rayong. Das geht so ein bisschen am Meer entlang. Noch südlich, meine ich. Und ja, jetzt müssen wir erstmal die... Einer muss ja mal. Was? Bei den Inselarmen. Ja. Leck, sitzt auch auf der Kehrtseite. Ab in Partybus. Ah. Ja. Aber ganz ehrlich, finde ich, kommt hier gleich eine Schlange raus. Ohne Scheiße. Wer die Müll da dabei? Schlange? Das sieht gleich los aus, Gedudel. Guck dir mal den Himmel an. Alter, das ist hier Luxusausstattung. Boah. Oder was? Geht ihr da ran? Das wird das. Boah, ein Lecko hier, ey. Das ist ja wie geleckt hier, du. Wahnsinn. Ich glaube, die sind noch beschäftigt, den ganzen Koffer voll reinzubringen. Ich glaube, anschneiden kann man es hier auch nicht. Das ist eine gute Frage. Guck mal, dem sein Schalt hier, das sieht schon abteilig aus. Fly-off ist das? Fly-off. Das sieht echt so aus, als trifft ihr das nicht. Das ist brutal, wir sind jetzt beim Hotel und es ist ziemlich warm im Vergleich zu Deutschland. Echt warm, das war voll geil. War so zu erwarten, aber es ist echt cool. Und ich denke, wir bringen jetzt erstmal alles hoch und dann sind wir weiter. Da vorne ist direkt das Meer. Da. Sieht ganz, mal, sieht ne? eigentlich sieht
sieht ziemlich sympathisch aus. Pretty ne? Nice. Ja, ich glaube, wir können es aushalten hier. Ja. Man kann es aushalten, ja. Man kann sich unterhalten. Man kann sich unterhalten, ja. So, Freunde, guck mal rein hier. Wir sind gerade im Hotel angekommen. Richtig geil. Vielleicht zuallererst. Komplett crazy. Schau mal da runter. Zuerst. Also erstmal hier, genau. Ja. Schmeckt. Schmeckt. Oder? Ja. Auch ganz geil. Und warte, wir drehen das mal rum. Ja, Mann. Ja. Viele von euch fragen sich jetzt wahrscheinlich, was machen wir hier oder warum sind wir jetzt hier in Thailand? Was geht ab? Wir haben es ja jetzt noch nicht wirklich thematisiert, was hier eigentlich abgeht. Und ja, wir wurden von Carf, von Andreas Gietz, hierhin eingeladen für eine ganze Woche jetzt. Und was genau alles die Woche passiert, zeigen wir euch dann noch. Ich denke mal, wir nehmen die Kamera einfach eh die ganze Woche mit und filmen eigentlich so viel, wie es geht. Das heißt, alles, was hier passiert, seht ihr dann in den nächsten Vlogs und so weiter. Und was wir hier ganz genau machen, aber an der Stelle schon mal vielen Dank an den Andreas und an Carf, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, hier zu sein. Also es ist richtig geil und ja, wie gesagt, was alles passiert, das zeigen wir euch dann jetzt in den kommenden Vlogs. Und ich glaube, jetzt geht es erstmal in den Pool.